Wochenstart in und um Brandenburg. Der Kampf um die Kochkrone im Osten der Republik ist eröffnet. Der Profi zeigt sich schwer beeindruckt. Ja, es schaut einfach super ansprechend aus. Und? Haben wir diesmal euren Geschmack getroffen? Glückliche Gesichter. Doch ein Chefkritiker sitzt am Tisch. Die finde ich ein bisschen übergart. Also die sind so von der Konsistenz her grünlich. Der Garpunkt wird zum Stein des Anstoßes. Mein Fleisch ist zu durch. Ziel verfehlt. Der Startschuss fällt in Eisenhüttenstadt in Steffens Bollwerk 4. Denke ich mal, dass wir sie jetzt mit unserer Wohnzimmeratmosphäre einfangen da drin. Und ja, wir werden das Ding schon rocken. Geschmacklich Note 1, aber Präsentation mangelhaft. Ich finde es einen Tick zu rustikal dargestellt. Man hätte es ein bisschen feiner machen können. Und dann fehlt auch noch der Namensgeber in der Soße. Bei der Buttermilchsoße hat mir jetzt so ein bisschen auch die Buttermilch gefehlt. Die Buttermilch war halt nur eine weiße Soße ohne Geschmack. Ja, das ist dann schade, ne? Da sollte dann schon die Note von der Buttermilch dann auch rüberkommen.